Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Lilienthal Berlin. Vor 14 Tagen habe ich euch die Marke schon vorgestellt. Heute zeige ich euch die erste Uhr, das erste Uhrenreview aus meiner kleinen Miniserie. Ich habe euch die Uhr ausgesucht, die mir persönlich am besten gefällt. Und zwar handelt es sich hierbei um den Chrono Black Orange in der Quarzversion. Ich weiß gar nicht, ob es diese Version als Automatik gibt. Hier haben wir eine Quarzversion. Das Gehäuse ist aus Stahl, gesandstrahlt und dann schwarz beschichtet. Das Ziffernblatt ist ebenfalls schwarz und mir gefällt der orangene Ring und die orangenen Zeiger als Akzent ausgesprochen gut. Finde ich wirklich richtig klasse. An dem Modell hier ist das schwarze Meshband montiert. Mit dem Meshband kostet die Uhr 369 Euro, am Lederband 359 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42,5 mm, eine Bandanstoßbreite von 20 mm, ja. Und sie hat eine Bauhöhe von 11,3 mm. Das ist der Vorteil von den Quarzuhren. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht. Und was ich sehr schön finde, alle Uhren von Lilienthal Berlin sind mit Bändern mit dem Schnellwechselsystem ausgestattet, sodass sich Bänder hier sehr schnell und wirklich problemlos wechseln lassen. Die Krone ist versenkt, also wirklich im Gehäuse drin, steht kaum vor. Die Drücker sind eckig, das gefällt mir von der Optik her wirklich gut. Und verbaut ist ein Ronda-Quarzwerk, und zwar hier namentlich das StarTech 3540.D. Ich finde es sehr, sehr lobenswert, dass Lilienthal das Werk benennt. Man könnte natürlich sagen, es ist ein günstiges Werk, aber es gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, dieses Werk auch zu benennen. Das Glas ist ein saphirgehärtetes Glas und wir schauen jetzt mal, wie die Uhr an meinem Handgelenk aussieht. Bei dieser Art des Meshbandes lässt sich das Band relativ schnell einstellen. Ich habe es mal nicht gemacht, weil es eben nicht meine Uhr ist. Und mit 42,5 mm ist die Uhr an meinem Handgelenk relativ groß. Und soweit ich das beurteilen kann, gibt es diese Uhr, das Chronographenmodell, auch nicht kleiner, was ich sehr schade finde. Denn insgesamt gefällt mir das Design dieses Modells wirklich richtig gut. Ich habe die Folie auf der Rückseite draufgelassen, weil es, wie gesagt, eine Leihuhr, eine Präsentationsuhr ist. Deswegen habe ich es nicht abgemacht. Das Datum liegt relativ weit innen, aber das finde ich insofern gar nicht so schlecht, weil es damit auf einer ähnlichen Position liegt wie die 6 bei den L1-Modellen, die kein Datum haben, aber eine 6 als Ziffer an ähnlicher Position. Und damit sind die Uhren vom Gesamtdesign her sehr, sehr ähnlich gehalten. Und das wiederum gefällt mir recht gut. Wie ihr gesehen habt, der Chrono nullt nicht sofort zurück, hat also kein mechanisches Werk, sondern ein quarzgetriebenes Werk. Alles in allem aber eine Variante, die mir wirklich gut gefällt. Das Meshband, das Milanese-Band, ist eines der einfacheren Sorte, allerdings nicht
das komplett einfache, denn der Verschluss ist zum Einhaken, dann gibt es den Bügel zum Überklappen und an der Stelle würden dann die ganz einfachen Bänder aufhören. Aber hier gibt es zusätzlich zu dem Überklappbügel auch noch einen Sicherungsbügel, den man dann oben drüber legt. Und sowohl der Überklappbügel als auch der Sicherungsbügel sind mit einem Logo versehen. Auf dem einen das Logo, auf dem anderen der Name. Das Band ist sehr sauber gearbeitet. Und hier haben wir das Logo und da den Namen. Passt in meinen Augen wirklich wunderbar zur Uhr. Und wie gesagt, Variante mit Meshband 369 Euro, mit Lederband 359 Euro. Die Uhr ist leider nur bis 5 bar wasserdicht. Für eine Uhr mit so einem sportlichen Charakter hätte ich mir da doch etwas mehr gewünscht. Was mir aufgefallen ist, und das ist mir wirklich bei allen Lilienthal Berlin Uhren aufgefallen, die Hörner sind relativ dünn und fein und das habe ich so in der Art, gerade bei den geschwungenen Hörnern, noch nicht gesehen. Die Nomos und teilweise Stova haben relativ dünne, gerade Hörner. Hier haben wir die aus dem Gehäuse herausgeschwungenen Hörner, die aber sehr, sehr dünn und fein zulaufen. In der Realität ist das ein überraschender Aspekt, muss ich ganz ehrlich sagen, den ich so noch nicht wahrgenommen habe, der für mich aber ein Teil des Gesamtbildes der Lilienthal Berlin Uhren ausmacht. Hier nochmal ein Gesamtüberblick. Ich finde sie wirklich, wirklich toll gelungen, wirklich richtig schön. Und den Chronographen gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Er beginnt bei 319 Euro in dunkelgrau mit weißem Ziffernblatt und Lederband. Das ist die einfachste Variante und endet bei 449 Euro am Meshband und Meteoritenziffernblatt. Das ist so die Preisrange, die Preisspanne der gesamten Chronographenmodelle. Am Arm war die Uhr angenehm zu tragen, weil sie eben quarzbedingt nicht sehr schwer ist und auch nicht sehr hoch baut. Die Größe war ein Punkt, der mich etwas gestört hat. Dafür hat mir die Farbgestaltung dieses speziellen Modells wirklich richtig gut gefallen. Und die springende Sekunde auf 6 Uhr fällt auch nicht so stark auf. In der Nacht leuchtet die Uhr sogar und im Unterschied zu anderen Lilienthal-Modellen, die ihr oben im Bild noch seht, sind hier auch die Indizes beleuchtet, bei anderen Modellen nur die Zeiger, was ich ein kleines bisschen wenig empfinde. Aber hier ist die Uhr insgesamt gut ablesbar, ausreichend beleuchtet und ja, viel mehr gibt es dazu dann auch nicht zu sagen. Wenn euch die Uhr gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt mir, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr vielleicht noch zusätzlich hättet sehen wollen. Und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dahin, tschüss, euer Axel.